Moin und herzlich willkommen in meiner total versifften Werkstatt. Ich habe wieder neues Knochenmaterial bekommen und wurde mal gebeten, so in der Schritt-für-Schritt Anleitung zu machen, wie ich mit meinen Knochenanhängern und Amuletten beginne. Und das möchte ich heute mal zeigen. So, da ist mein Knochen und die Schablone. Das ist jetzt Kamelknochen, ungefähr 6 mm, zwischen 6 und 7 mm dick. Ich werde jetzt die Schablone, die ich mir da gemacht habe, aufzeichnen. Und dann werde ich das Ganze grob aussägen, den Rest feilen, schleifen, schnitzen. Am Schluss wird poliert, das Loch gebohrt für das Lederband. Und jo. Ich habe mir jetzt hier extra eine Petersen Typ M ausgesucht. Warum? Das werdet ihr die Woche noch sehen. Hat nämlich einen ganz bestimmten Grund, warum ich diese Petersen Typ M mache. Gut, ich beginne jetzt mal, das die Schablone zu übertragen und melde mich dann nochmal. So, die Schablone wurde jetzt grob auf das Knochenstück übertragen. Ich beginne jetzt erstmal hier oben, mir so ein schönes Viereck auszusägen und dann grob die Konturen abzugehen. Und jo. Wird ein schönes Stück. Gut, ich melde mich dann gleich wieder, wenn ich mit dem groben Aussägen fertig bin. Ich muss es leider in dieser Schritt-für-Schritt-Dings machen, weil sonst wird das Video dauert dann ewig. Und so ist besser wie nichts. So, dann bis nachher. So, wir haben das Ganze jetzt grob ausgesägt. Das ganz Grobe mit der hier und das etwas Feinere mit der hier. So, das ist jetzt das vorläufige Ergebnis. Ich gehe jetzt hin und fange jetzt an mit der groben Vorarbeit, mit dem ganzen Feilen und Schleifen. Und dann hole ich euch wieder dabei. Aber das wird schon ein geiles Ding. So, bis nachher. So, der erste Zwischenstand beim Schleifen und Feilen. Habe die Form jetzt schon recht gut ausgearbeitet. Zum Schleifen benutze ich hier ein recht grobes Schmirgelpapier, das ich mir über den Staubstock gespannt habe. Und da kann man schön machen. So, ich werde jetzt die Form weiter ausarbeiten und hole euch dann nochmal dazu. So, die grobe Form haben wir jetzt fertig. Jetzt beginnt nur noch ein bisschen Feinarbeit, wie hier mal noch die Ecke ein bisschen abrunden oder hier mal noch ein bisschen machen. Aber im Großen und Ganzen sind wir fertig. Ich habe das Loch für das Lederband habe ich schon vorher gebohrt, weil es gibt nichts Ärgerlicheres, wenn das Teil fertig ist, man bohrt und dann zerbricht es. So, ich werde jetzt noch den Rest ohne Kamera machen und zeige euch dann nachher oben das Endergebnis. Bis gleich. So, ich bin jetzt auf dem Balkon und fertig ist das gute Stück. Ich habe es gänzlich unverziert gelassen. So, ich gehe jetzt unter die Dusche. Und dann war es das für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.